Gegenstimmen, Enthaltungen ist nicht der Fall. Damit ist einstimmig so überwiesen, wie zu erwarten war. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/5499. Bürgermeisterabwahl vereinfachen. Ich öffne die Aussprache und erteile der Piratenfraktion in Person von Herrn Sommer, der Sie jetzt vertritt, das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne, leider nicht mehr ganz so üppig besucht, vielleicht dafür mehr im Stream. Hallo, liebe Streamschauer. Die Bürger Nordrhein-Westfalens können ihre Bürgermeister und Landräte nicht nur wählen, sondern auch abwählen. Ein Abwahlbürgerentscheid kann per Abwahlbegehren durch die Bürger selbst herbeigeführt werden. Möglich ist die Einleitung eines Abwahlverfahrens, außerdem auf Antrag von 2/3 des Rates oder Kreistages. Derzeit kann ein Bürgermeister nach den Vorgaben der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen von den Bürgern allerdings nur abgewählt werden, wenn er, je nach Gemeindegröße, mindestens 15-20% der wahlberechtigten Bürger einer Gemeinde dies beantragen. Dagegen ist bei einem Bürgerbegehren nur ein Quorum, wiederum je nach Gemeindegröße gestaffelt, von 3-10% ausreichend. Hier lässt sich also sagen, dass zwischen einer Personalfrage und einer Sachfrage sehr unterschiedliche Hürden aufgestellt werden, um dem Bürger die Möglichkeit einer Abwahl oder einer Abstimmung zu ermöglichen. Man hält den Bürger wohl bei Sachfragen für etwas mündiger als in Personalfragen. Diese Unterschiedlichkeit der Stufen wird damit begründet, dass es sich bei den Sachthemen um Einzelthemen handeln würde, während die Abwahl eines Bürgermeisters eine ungleich höhere Maßnahme für die Verwaltung im Ganzen der jeweiligen Kommune darstellen würde. Deshalb sei es auch gerechtfertigt, eine wesentlich breitere Zustimmung und somit Unterschriftenmenge zu fordern. Zudem könnte durch eine zu niedrige Höhe ein ständiger Abwahlrhythmus entstehen. Eine solche Argumentation ist meiner Meinung nach falsch und auch nicht zielführend. Denn durch eine solche Argumentation wird dem Bürger von vornherein abgesprochen, dass er selbstverantwortlich handeln könnte. Der Bürger wird entmündigt, ihm wird unterstellt, er sei nur an der Destruktion der Verwaltung interessiert und nicht an einer fortschrittlichen Sacharbeit. Zudem kann und muss noch zwischen einem Antrag und der Durchführung der Abwahl unterschieden werden. Denn mit der erfolgreichen Stellung des Bürgerantrags wäre der Bürgermeister noch lange nicht abgewählt. Er kann sich zu diesem Zeitpunkt auch einer Wiederwahl stellen. Insofern wäre die Gleichstellung oder zumindest die Verringerung bzw. Neujustierung der Schwellenwerte bezüglich der Gemeindegröße ein Fortschritt. Es geht ja lediglich darum, den Souverän erneut zu befragen. Oder um Jürgen Schnake zu zitieren, es ist Ihre Stadt, es ist Ihr Bürgermeister, Sie bestimmen. Ich halte eine Gleichstellung der Unterschriftenhürden in Bezug auf Bürgerbegehren und Bürgermeisterabfall für absolut sinnvoll. Hier sind die Quoren auf das absolut möglichst niedrigste Niveau anzupassen. Wir möchten daher mit allen Fraktionen im Landtag an einer Änderung der Gemeindeordnung arbeiten. Bis zur Änderung werden wir sicher im Ausschuss noch das ein oder andere interessante und weiterführende Argument, gerade auch vor dem Hintergrund der Änderungen in der letzten Legislaturperiode, erhalten. Hier können wir dann auch erste größere Auswertungen dieser Änderung vornehmen, insbesondere auf den Bezug zum Beispiel von Duisburg. Insofern freue ich mich nicht nur darauf, Ihre Argumente hier im Plenum zu hören, sondern freue mich auch auf die Argumentation im Ausschuss und kündige jetzt schon an, dass ich dafür gerne eine Anhörung hätte. Da freue ich mich dann sehr drauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Sommer. Für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Frau Steinmann. Die Kommunalen, hier nicht. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, gleich wo, ob im Stream oder hier im Saal. Wir haben Herrn Sommer soeben gehört, wie er uns vorstellt, unter dem Deckmantel von mehr Demokratie, die Forderung der Piraten, bei der Bürgermeisterabwahl durch die Gleichstellung der Quoren mit Bürgerbegehren, zudem auf niedrigstem Niveau, das demokratische Gefüge zu stärken. Mit Verlaub, das hat mich schon auch amüsiert.
Der Landtag hat erst 2011 mit dem Gesetz zur Einleitung von Abwahlverfahren überhaupt ermöglicht, dass Bürgermeister und Landräte, also Hauptverwaltungsbeamte, die nicht mehr das Vertrauen der Bürger genießen, abgewählt werden können, wenn 15-20% der wahlberechtigten Bürger dieses wünschen. Und das unangefochten von jeweiligen Ratsmehrheiten. Jetzt fordern Sie heute die Gleichstellung von Sachfragen und Personalfragen. Bei Sachfragen begegnen wir dem Bürger, und der Bürger hat die Möglichkeit, ein Bürgerbegehren einzustehen, der ihn mit vorbereiteten Fakten zur Mitbestimmung auffordert und aufruft und einlädt. Ein wichtiges Element und ein kommunalpolitisch wichtiges Element. Für Personalfragen bei Abwahlanträgen ist das Quorum höher. Ja, und das ist auch sehr gut so. Die demokratische Legitimation von Bürgermeistern steht nämlich sehr bewusst sehr viel höher als die sachorientierte, kalkulatorische Gegenüberstellung von Entscheidungen. Und da ist der Anwurf, sehr geehrter Sommer, der Bürger würde entmündigt. Nehmen Sie es mir nicht übel. Den halte ich persönlich für eine Frechheit, um nicht zu sagen eine Missachtung politisch-demokratischer Grundwerte. Wir sind hier nicht bei Bibi Blocksberg und wir sind hier auch nicht in Social Media, wo es danach geht, per Gefällt mir oder Dislike, demokratisch legitimierte Bürgermeister mal ebenso wie Bibi Blocksberg vom Sockel zu schießen. Wir entscheiden heute lediglich über die Überweisung dieses Antrags in den KOPO. Und dem werden wir zustimmen. Können wir gerne machen. Wenn Sie im Kommunalpolitischen Ausschuss dann in der Folge, dort werden wir nämlich zu einer Entscheidung führen und kommen, wenn Sie dann mit uns wagen und möchten, dass wir eine Debatte über Grundwerte führen und über die wirkliche Bedeutung von mehr Demokratie und der Entscheidung, ob das lediglich der Name eines Vereins ist oder ob wir hier wirklich ein ernstzunehmendes politisches Bestreben dahinter verstehen, dann freue ich mich sehr auf genau diese Debatte. Meine Damen und Herren, vielen Dank für diese Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Steinmann. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Kollege Biesenbach. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Steinmann, Sie haben diesem Antrag ausgesprochen viel Ehre angetan. Ich werde das nicht tun, denn wir haben wirklich nichts anderes als Spielerei gehört, zu sagen, wir machen das mal so ein bisschen, ist doch toll, dann ist Action. Dinge, die ungleich sind, sind ungleich zu behandeln. Kollegin Steinmann hat dazu wirklich mehr als ausführlich vorgetragen. Sie haben mit diesem Antrag bei uns keine Chance. Wir werden ihn ablehnen. Vielen Dank, Herr Biesenbach. Und für die Grüne Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Krüger. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, ich habe meinen Stichwortzettel mit Absicht liegen lassen. Denn nach den Ausführungen von Frau Steinmann ist dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen, als auch von unserer Seite aus zu sagen, wir werden diesen Antrag im Ausschuss zum Ausschuss überweisen und wir werden Ihrem Begehren dann auch entsprechend Rechnung tragen, und zwar in der Art und Weise, dass wir Ihnen deutlich machen, dass zu differenzieren ist, beziehungsweise jene Herangehensweise von Ihnen am Tag gelegt wird, die an der Sache völlig vorbeigeht. Sie sollten in diesem Zusammenhang mal unterscheiden zwischen Sachentscheidungen, die im Rat getroffen werden, die teilweise in entsprechenden Kommunalwahlprogrammen nicht enthalten sind, gegenüber Personenentscheidungen, die aufgrund von entsprechenden Wahlen in dem Zusammenhang zustande kommen. Und insofern ist da auch die Differenzierung sinnvoll. Mehr ist dazu nicht auszuführen, ansonsten würde ich in Richtung meiner Vorrednerin erinnern, was in dem Zusammenhang ausgeführt worden ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. Und für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Abrussat. Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen.
Die Frau Kollegin Steinmann hat mir aus dem Herzen gesprochen. Bei aller Wertschätzung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, von plebiszitären Elementen in der Demokratie dürfen wir eines nicht vergessen. Wir brauchen einen verlässlichen Rahmen für das Führungspersonal, für das kommunalverfassungsrechtlich besonders hervorgehobene Amt von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten. Ihr Vorstoß wird diesem Ziel nicht gerecht. Es ist aus meiner Sicht ein nicht vertretbares Instrument, welches dazu führt, die wichtigen Hauptverwaltungsbeamten in unseren Kommunen in ihren sowieso schon sehr schwierigen politischen Umfelden zu schwächen. Und deswegen glaube ich, tun wir gut daran, diesen Antrag nicht weiter zu verfolgen. Gleichwohl stimmen wir natürlich der Überweisung gerne zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Abosat. Und nun spricht der Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist bereits sehr viel gesagt worden. Es gibt einen entscheidenden Satz in dem Antrag der Piraten, der überzeugend ist. Ich zitiere, die Mehrheit entscheidet. Würden wir Ihrem Vorschlag folgen, würde allerdings genau dieser Satz in Ihrem eigenen Antrag konterkariert. Es würde nämlich eine Minderheit statt einer Mehrheit über die Einleitung einer Abwahl entscheiden, in großen Städten nur 3%. Von daher bin ich der Auffassung, dass meine Vorredner durchaus recht haben und eine grundsätzliche Diskussion natürlich im Ausschuss stattzufinden hat. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Damit sind wir am Ende der Aussprache zur Einbringung dieses Antrags und kommen zur Abstimmung. Es wird vom Elsterrat Überweisung empfohlen, Drucksache 19/5499, an den Ausschuss für Kommunalpolitik federführend. Wer stimmt dem so zu? Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall und damit ist einstimmig so überwiesen. Tagesordnungspunkt 11.